Golf 4, die Feststellbremse klemmt. Wenn also hier der Zug, der Bautenzug von vorne betätigt wird, wird dieser Hebel nach unten gedrückt. So. Und der soll normalerweise wieder zurückgehen hier auf diesen Anschlag. Seht ihr das? Das macht er nicht. Und damit klemmt dann die Bremse, also die Bremsbacken drücken dauerhaft auf. Und es gibt Reibung, das Ganze wird heiß, ihr riecht es und euch gehen hier die Gummis kaputt. Ja. Seht ihr das? Sollte eigentlich von alleine wieder hochgehen. So, da gucken wir jetzt mal. Wir hängen den mal aus und gucken, ob das am Bautenzug eventuell hängt und der weiterhin hier zieht. Ich glaube es eigentlich nicht, weil der hier leicht zu bewegen ist. Oder ob das innen drin im Feststellbremsmechanismus hier im Bremssattel, ob das daran hängt, am Kolben irgendwo. Da ist so ein Verstellmechanismus drin. Gucken wir uns jetzt mal an. Wie gesagt, wenn es heiß wird, gehen euch die Gummis kaputt. Hier oben sieht man schon, ich zeige es mal kurz. Hier gerissen, überhitzt, nicht so toll. Und irgendwann gehen euch auch die Lager kaputt, also die Radlager, weil die natürlich überhitzt werden, das Fett ausgespült wird. Nicht gut, deswegen möglichst gucken, dass man das schnell richtet. Gucken wir uns jetzt mal an. Wir nehmen den Bremssattel mal weg, montieren das alles ab und gucken. Ja, wir gucken mal, ob die Feststellbremse hängt. Das machen wir jetzt als erstes. Und hängen dazu den Bautenzug, diesen da mal aus. Et voilà. Also gehen wir da oben mit dem Schraubenzieher zwischen. Und dann kann man das Ganze runterdrücken. So, und as you can see, kann man dann den Bremszug hier einfach aushängen. Ja. Das ist ja schon 13er, das hier. Und der Gabelschlüssel 15er wie beim Fahrrad zum Gegenhalten. So, damit der Bremssattel nicht runter hängt oder an seinem Schlauch hängt, der soll entlastet sein. So that it looks like. So, wir müssen noch die größere Operation machen, das hier abmachen. Nämlich der
Bremsschlauch. Jetzt probiere ich es mal hier mit dem Schlagschrauber. Jawohl, geht. Sonst hätte ich es wieder anmontiert und dann hier mit dem Schlüssel das gemacht. Jetzt müssen wir da wieder zumachen. Dass die Bremsflüssigkeit nicht gleich entgegenkommt. Ein bisschen zugemacht, ja. Also, wenn wir jetzt die Schraube aufmachen, dann läuft uns das Bremssystem leer. Um das zu verhindern und dass Luft reinkommt von vorne, nämlich von oben, von hier, tun wir hier erstmal Bremsflüssigkeit auffüllen, damit, falls unten was rausläuft, hier nicht gleich Luft gezogen wird, sondern immer noch Bremsflüssigkeit erst nachläuft. Also hier mal ein bisschen auffüllen. Und zusätzlich gibt es hier so einen Bremspedal-Niederhalter. Den klemmen wir hier ein zwischen Bremspedal und Sitz, dass das Bremspedal leicht durchgedrückt ist und damit zu ist. Das heißt, es fließt dann keine Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter weiter nach unten. Bremspedal. Allerdings müssen wir darauf achten, jetzt leuchtet die Bremse hinten. So, um das zu verhindern, dass das Bremslicht immer leuchtet, machen wir nochmal das hier runter, gehen von der Bremse runter und dann gehen wir hier an den Sicherungskasten beim Golf 4 und dann suchen wir uns, hier ist die Tabelle, suchen wir uns da drauf die entsprechende Sicherung für die Bremse. Und das wird sein, also fürs Bremslicht. Was ist das? Which one is it? Hier, ABS. Und 13 müsste die Bremse sein. Also gucken wir mal, machen wir mal die 13 raus. Die 13. Da gibt es hier so einen schönen Zier für die Sicherung.